Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zur Kläranlagensimulation mit Simba. In diesem Tutorial möchte ich auf die unterschiedlichen Linienfarben und deren Bedeutung eingehen, die man beispielsweise an den mitgelieferten Modellen sehen kann. Dazu öffnen wir das Modell WWTP Control. In diesem Anlagenlayout sind drei verschiedene Linientypen zu sehen, die sich in Farbe und Stärke unterscheiden. Es handelt sich um Stoffströme bzw. Signalflüsse basierend auf verschiedenen in Simba vordefinierten Modellen. Dies dient zum einen der besseren Unterscheidung, vergleichbar mit den Farben in einem R- und I-Schema einer technischen Anlage. Weiterhin enthalten die verschiedenen farbigen Vektoren eine jeweils unterschiedliche Anzahl an einzelnen Signalen. Um eine fälschliche Verschaltung von Blöcken zu vermeiden, prüft Simba vor der Verknüpfung von Blöcken die Kompatibilität. Dies ist bereits in einem der Einführungsvideos des IFAK Magdeburg erläutert worden. Um den Inhalt, also die einzelnen Signale in einem Vektor zu sehen, genügt ein Klick auf die Linie. Dann wird im Ergebnisfenster rechts der Linientyp angezeigt. Wenn mit dem Modell bereits eine Simulation durchgeführt wurde, dann werden ebenfalls die aktuellen Ergebnisse für jedes Element des Vektors angezeigt, wie jetzt hier auch im Beispiel zu sehen. Beginnen wir mit einem eigenen einfachen Beispiel, indem wir ein neues leeres Projekt starten über Datei Neues Projekt. Aus der Blockbibliothek wählen wir unter ICE und Signal Source einen Konstantblock. Außerdem benötigen wir für den Abschluss des Vektors noch einen Sync-Block aus der Bibliothek Global Routing, weil in Simba alle Ein- und Ausgänge von Blöcken korrekt abgeschlossen werden müssen, um eine Berechnung zu ermöglichen. Wie beim Bewegen der Maus über die Block-Ein- und Ausgänge sowie an deren Farbe erkennbar ist, weisen beide eine unterschiedliche Auswahl der eingestellten Modelle auf. Daher stellen wir den Senkenblock zuerst auf ein Signal mit der Vektorenbreite von 1 um, indem wir auf den Block doppelt klicken und das entsprechende Modell auswählen. Damit enthält unser Vektor aktuell lediglich ein einzelnes Element. Und die Verbindung der beiden Blöcke ist möglich. Wenn wir nun im Konstantblock eine Erweiterung des Vektors vornehmen, indem wir statt einem zum Beispiel 4 Signale wählen, dann wird die Verbindung von beiden Blöcken entfernt. Das sieht man an der gestrichelten Verbindungslinie, weil die Typen jetzt nicht mehr übereinstimmen. Zur Korrektur müssen wir nun die gleiche Einstellung im Sync-Block vornehmen. Für die Kläranlagensimulation sind für uns drei Linientypen respektive Modelle relevant. Signal, also das, was wir gerade hier sehen, Influent und ASM3H. Die entsprechende Auswahl erfolgt, wie ja schon gerade gesehen, über die Dropdown-Liste im Parameterdialog der jeweiligen Blöcke. Der Typ Signal wird zum Beispiel für Messsignale oder für Reglereinstellungen wie die Luftmenge aus einer Belüftungsregelung genutzt. Der Typ Influent beinhaltet die üblicherweise vorliegende Datenbasis aus der Zulaufanalytik einer Kläranlage, bestehend aus CSB, Stickstoff, Phosphor und dem Zulaufvolumenstrom. Der Typ ASM3H beinhaltet die einzelnen Fraktionen des Activated Sludge Model Nummer 3 in der Version nach der Hochschulgruppe Simulation. Beispielhaft kopieren wir uns jetzt den Constant Block dreimal bzw. noch zweimal dazu. Außerdem müssen wir natürlich auch den Sync-Block dann entsprechend vervielfältigen. Wir wählen dann die drei genannten Modelle aus. Einmal Signal haben wir ja oben schon gemacht, dann für den zweiten Fall Influent und für den dritten Konstantblock nehmen wir ASM3H. Es werden jeweils die
einzelnen Fraktionen, also die Elemente des Vektors, hier dargestellt mit den dazugehörigen voreingestellten Startwerten, die entsprechend aber verändert werden können. Und wie man hier beim ASM3H sieht, gegebenenfalls auch mit den verbundenen Einheiten. Also wir müssen dann außerdem die entsprechenden Einstellungen in den Senkenblöcken vornehmen und können dann diese Blöcke miteinander jeweils verbinden. So, jetzt ist das für die drei Typen hier passiert worden und das funktioniert an der Stelle dann sauber und wir könnten jetzt mit einer entsprechenden Berechnung beginnen und es dürfte keine Fehlermeldung geben. In den Modellen, die wir dann aufbauen wollen, kann es aber notwendig sein, dass wir dann von einem Modelltyp auf den anderen übergehen, wie wir das zum Beispiel auch schon in dem Beispielmodell gesehen haben. Das können wir also dazu gleich nochmal hernehmen und uns anschauen. Zum Beispiel sieht man jetzt hier oben, wie der Typ Influent, die dünne schwarze Linie, über diesen Baustein, der ein sogenannter Konverterbaustein ist, dann in den Typ ASM3H konvertiert wird. Das Ganze erfolgt jetzt beispielhaft oder beispielsweise in diesem Baustein nach den Fraktionierungsvorschriften aus dem DWA-Arbeitsblatt A131. Das werden wir uns aber dann in einem späteren Video anschauen. Damit soweit erstmal genug zu den Linientypen und ich danke fürs Anschauen und wünsche weiterhin viel Spaß mit Simba.